wir lassen es jetzt einfach mal schneien, auch musikalisch. Und zwar auf die deutsche und auf die sanfte Variante mit Leise rieselt der Schnee und Patricia Kelly. Leise rieselt der Schnee mit Patricia Kelly. Ein wunderschönes und herzliches Willkommen in der schönen Bescherung. Hallo. Danke, ich freue mich. Du bist gerade wahnsinnig viel unterwegs in Deutschland auf Tour und dann Weihnachten zu Hause? Ja, also Weihnachten zu Hause, ja, definitiv. Heute ist der letzte Auftritt und dann darf ich zu meiner Familie. Ich freue mich schon, jetzt schon, ja. Gehören denn dann die Geschwister auch dazu? Also trifft sich die Kelly Family auch zu Weihnachten? Ja, ich habe eine Schwester, die kommt zu Besuch in 2 Tagen. Und gut, wir waren jetzt zu dritt unterwegs. Das heißt, wir haben quasi den ganzen Monat zu dritt verbracht. Und man sieht sich immer wieder da und da, wie es geht. Ja. Und bei dir ist Weihnachten nicht nur einfach ein schönes Fest, sondern dir bedeutet das, glaube ich, auch wirklich was, oder? Ja, ich bin Bekennerin, also ich bin Christin, Katholik. Und das ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und ja, für unsere Familie bedeutet das sehr viel. Stimmt das, dass du mal fast ins Kloster gegangen wärst? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja? Habt ihr mein Buch gelesen oder was? Na, wir haben es lesen lassen. Ja, ich wollte eine Zeit lang, ich war ein bisschen jung und ich wollte ins Kloster, aber ich gehe heute noch, also ich bin verheiratet, glücklich verheiratet seit 16 Jahren, habe 2 Kinder, aber ich gehe heute noch ab und zu ins Kloster, so für eine Woche oder ein paar Tagen. Das kann man machen, so auf Zeit und dann ist natürlich wieder gut. Natürlich, ja, also als Besucher natürlich, nicht? So, also es okay. gibt so, ja. so Gästehäuser und aber man kann dann die Mönche oder die Schwestern zuhören, wie die auch singen, das ist toll und mit denen beten natürlich. Der Klang meines Lebens heißt das Buch, dieses Jahr erschienen. Kannst du ein Ereignis ganz kurz rausgreifen, das dich besonders geprägt hat? Also es ist natürlich ein langes Leben. Ich bin zwar noch jung, aber ich habe viel erlebt. Und ich glaube, die Kapitel über meine Eltern, also meine Mutter und mein Vater, ich glaube, die waren sehr persönlich und
kam vom Herzen, weil ja, ich habe großartige Eltern gehabt. Ich bin auch unendlich dankbar für alles, was ich bekommen habe. Und ich glaube, die Kapitel sind sehr mein Herz. Ja. Ja, also es lohnt sich wahrscheinlich, sich das mal näher zu betrachten und das Buch zu kaufen. Wir sagen an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Patricia Kelly. Dankeschön. Und jetzt hören wir, glaube ich, noch was, oder? Genau, nämlich was ganz Traditionelles. Es ist ein Ros entsprungen. Richtig, gut. Es ist ein Rosensprung.